alles gut, alles vorbei. So, in welche Richtung ging es denn jetzt mal? Okay, in die hier. Glaube ich. Hoffe ich. Ja, das ist richtig. Den nicht angreifen, denn. Haha! Kollege Gavlan ist wieder da. Den Ring of Giants brauche ich nicht. Nee, brauche ich auch alles nicht. Ja. Okay, Kollege Gavlan bekommt jetzt Sachen verkauft. Ich weiß noch nicht, was alles. Okay, das Blacksteel Katana kann ich mal eins verkaufen. Ansonsten habe ich gar nichts doppelt, ne? Fantastisch. Nee. Eine Rüstung, habe ich an Rüstung irgendwas doppelt? Ja. Die Prisoner Gloves. Prisoner Hood und die Prisoner Tatters. Sonst nähert den Alumni-Quatsch. Halt, nicht die. Ja. Gut, bei den Ringen ist es jetzt nicht ganz so wild. So, gut. Okay, weiter geht's. Oder ist das hier doch der richtige Weg? Ja, das ist der richtige Weg, haha. Nee, da wollte ich nämlich noch nicht lang. Der andere Weg ist eine simple Sackgasse. Mit einer Kiste. Ist jetzt auch nicht so berühmt, aber. Was man hat, hat man. Nein, du bringst dich nicht um. Shaderhead? Ach so, so ein Shade. Ne? Doch. Oh, ein Petrified Something. Das ist doch Something. Something. TH is very spectacular. Apropos, wie sieht das eigentlich aus? Habe ich eigentlich einen S-Tock oder so? Nein, S-Tock kann ich kaufen, haha. Weil ich hätte gerne eins. Habe ich mich jetzt neulich entschieden. Dann muss ich mal vorstellig werden bei dem Kollegen, der die verkauft. Aber erst gehe ich hier zur Brightstone-Cove Zeldora. Ach, wie einfach. Wie praktisch. Genau das suche ich. Denn ich habe einen Vorschlag. Ich bin ja so ein Fan von diesen ganzen Stichwaffen.
deswegen. S-Talk oder Rapier? Er hat besseres. Ja, der Rapier ist besser. Schade eigentlich. Thrustings. Ach, ich nehme einfach beide und nehme im Endeffekt dann die, die mit. Die mir das befriedigendere. Ne? Moveset hat. Ich kann beide nicht benutzen. 12 Agility. CD, DB, also das bessere Scaling hat natürlich der Rapier. Also die Movesets werden wahrscheinlich beide. Es hat dieses blöde. Aha, das S-Dog hat das bessere Moveset, sehe ich jetzt schon. Ja. Okay. Also, was braucht das S-Dog? 12 Agility. 12 Agility. Ach du Scheiße. Ja, dann muss ich das wohl so im Laufe der Zeit machen. Und muss halt bis dahin das Fire Longsword nicht benutzen. Was natürlich nicht heißt, dass ich mich geschlagen gebe. Jetzt natürlich, wahrscheinlich habe ich den richtigen Stein nicht. Infuse Weapon. Wo sind sie denn? Chaos Rapier. Also. S-Talk habe ich gesagt, ne? Ich habe keinen Magic Stone, das ist doch zum Heulen. Der wahrscheinlich auch nicht. Nee, natürlich nicht. Wenigstens kann ich ein. So, das war jetzt wahrscheinlich total. Wow! Habe ich jetzt mit dem S-Talk hier alles versaut. Ich will eigentlich auf Magie auf. Was? Ach, mit Magic hat er B. EEC. Hä? Warum wäre dann Enchanten? Hä? CEB. CEB, ja. Dann ist der S-Talk doch. Achso, hier. Ja gut, okay, der Dingsschaden sinkt, aber das macht ja nichts. Das ist ja bestens. Dann nehme ich doch. Ja, ich habe auch keinen Fade Stone. Aber, wenn ich einen finde, wird das voll gut. Okay, also machen wir weiter. Ich brauche einen Fade Stone. Definitiv. Nichts. Irgendwie wirkt es hier auf mich gerade ein bisschen größer als sonst. Cool. Liegt wahrscheinlich an den ganzen Sperren, die hier rumstehen. Hurra for Shade. Wo ist hier ein Shade? Ist gar keiner. Schiss. Oh nein, das sind ja schon wieder die. Einem dieser. Ja. Poor soul.
So, in einem dieser Zelte ist doch angeblich. Haha! Ben Hart of Hugo zu finden, genau. Der gute Bernhard, Bernhard. So, wo kam jetzt der Pfeil her? Bestimmt von da oben her, wusste ich so. Noch eine. Klären wir erstmal dieses Problem hier. Und wo ist denn? War da nicht noch einer eben? Da oben. Der mir für Gefallen tut. Super. So, Benward, du bleibst jetzt hier, denn ich gehe jetzt. Genau. So. Das ist ja ein Mimik. Toll, die fallen ja nur um. Naja, gut. Staff of Wisdom. Ich brauche 50 Intelligenz. Oh mein Gott, ist der gut. Ich brauche den. Ich brauche 50 Intelligenz. Okay. So, im Basecamp habe ich jetzt hier alles, ne? Ja. Ja, ich glaube schon.